Ja, hallo alle zusammen. Willkommen bei der ersten Aufzeichnung unseres Opus Magnum, mit der Mario Rank und meine Wenigkeit es genannt haben. Es folgen nun 31 Momentaufnahmen und kurze Darstellungen zu wesentlichen Epochen der Weltgeschichte. Und es ist so angelegt und geplant, dass wir für jeden Tag eines Monats mit 31 Kalendertagen einen solchen Beitrag in Folge verfertigen werden. Wir werden mit der Weltgeschichte nicht direkt beim vielfach zitierten und oftmals in Frage gestellten Urknall beginnen, sondern wir haben uns gedacht, wir werden den Anfang setzen mit dem alten Babylonien, jenem sagen- und mythenumwobenen Mesopotamien, dem Landstrich zwischen Euphrat und Tigris, den beiden wesentlichen Flüssen im vorderen Orient, ungefähr im heutigen Bereich des Irak liegend, wo nicht ganz Zentraleuropa, aber knapp daneben, wo eben die oder eine der größeren prähistorischen Zivilisationen ihre Heimat hatte und von dort auch ihren Ausgang genommen hat. Das Ganze ist vielfach glorifiziert und mythifiziert worden bis ins 18. Jahrhundert, das sagenumwobene Babylon. Einerseits die Märchenbilder von sagenhaft reichen Herrschern und Städten mit kostbar ausgestatteten Tempelanlagen, mit einer funktionierenden und effizienten Verwaltung, die damals zu dieser Zeit, wir sprechen da von der Epoche um das Jahr 2000 vor Christus, also vor unserer Zeitrechnung. Allerdings auch, warum das Ganze so gut funktioniert hat, hatte sicher seinen Grund darin, dass das Ganze auch mit einem drakonischen Strafensystem gepaart war. Von daher kommt ja auch die bekannte Redewendung Auge um Auge, Zahn um Zahn. Also wenn jemand einem ein Auge aussticht oder jemand durch einen anderen ein Auge verliert und der Täter ist eindeutig dieser Missetat überführt, so hat auch er ein Auge zu verlieren. Und so ähnlich verhält es sich auch mit den Zähnen im Sprichwort. Also wenn da jemand einer einen Zahn ausgeschlagen hat, dann hatte der andere auch das Recht, es dem so heimzuzahlen. Und so war das Gleiche mit Totschlag, mit Hinrichtungen und die vielfach genannten Ehrenstrafen, wo eben wirklich öffentlich bekannt gegeben wurde, was der oder die, galt natürlich auch für Frauen, gemacht hat. Und es hat natürlich eine unglaublich abschreckende Wirkung schon zu jener Zeit gehabt, wenn jemand öffentlich hingestellt wurde. Also der wurde nicht so wie im Mittelalter, dem wurde keine Haube mit Eselsohren aufgesetzt, dem wurde kein Schild um den Hals gebunden, wo drauf stand, was er eben verbrochen hat, sondern man wusste ganz genau, wenn in den Städten Babylons an irgendeinem Platz jemand ganz ruhig an einem Ort zu stehen hatte, möglichst zentral, dass auch viele Leute daran vorbeigehen, wusste man ganz genau, was der eben angestellt hatte oder dass er etwas angestellt hatte. Und man sollte eben die Wirkungsweise der blamablen Strafe keinesfalls unterschätzen. Weil wenn einem das einmal passiert, wird man sich tunlichst hüten, dass das ja nicht wieder normal vorkommt. Weil eben alle einen anschauten. Es war noch nicht so wie im Mittelalter, dass man diese bedauernswerten Leute dann auch mit allem Möglichen bewerfen durfte, was man eben irgendwie zwischen die Finger bekam oder die Leute eben auch angespuckt hat. Das hat es damals nicht gebraucht. Es reichte eben schon, dass einen jemand angeschaut hat und es war eigentlich verpflichtend von der Obrigkeit vorgeschrieben, dass man eben da lautlos an diesen Bedauernswerten vorbeizugehen hat. Weil umso mehr genieren sich die und umso mehr schämen die sich auch. Ja, die Babylonier, wie eben auch die Perser, haben eben in Keilschrift geschrieben, auf Tontafeln. Und wir wissen eben auch die große Bibliothek des Königs Hammurabi aus der Zeit um 1600 vor unserer Zeitrechnung, wissen wir genau,
Also es ist einerseits eine komplette Buchhaltung darin enthalten, wo genau über Jahrhunderte aufgeschrieben war, wer viele Scheffel Getreide, Hülsenfrüchte und Ähnliches zu entrichten hatte als Abgabe von seinem Ackerertrag, wie viele Längen an Stoff die Vorfahren der heutigen Handelshäuser zu bezahlen hatten und eben auch die Frondienste, wie man sie in späterer Zeit genannt hat, also die Dienste für die Herrschaft, wo man eben tätig war, also die war auch stundenweise bzw. halbtagweise schon geregelt. Ja, die Religion der Babylonier war auch ein Meergottglaube, natürlich wie alle archaischen Kulte oder prähistorischen Kulte, war eben der jeweilige Machthaber quasi auch ein Gottkönig, eine gottähnliche Figur, also gottgleich eigentlich. Und er wurde eben auch nach seinem Ableben vergöttlicht. Die sogenannte Apotheose hat da stattgefunden, die Vergöttlichung, wie man das nennt. Und diese Herrschaften waren natürlich mitsamt ihren Familien streng geschützt und eben von der großen Masse der Leute eben abgehoben. Babylon war ja zu jener Zeit schon eine große Stadt mit einem riesigen Tempelbezirk und mit sehr vielen Einwohnern. Da war natürlich auch eine Herrscherelite dabei, die dieses ganze System, die Dynastie eben getragen hat. Babylon hatte schon in prähistorischer Zeit ungefähr 8000 Einwohner, also das war sehr viel für die damalige Zeit. Und eben aus dem Kodex Hammurabi wissen wir ganz genau, wie die Babylon eben ausgesehen hat. Babylon war ja nebenbei auch der Sitz eines der sieben Weltwunder, die hängenden Gärten der Semiramis, also der Göttin der Fruchtbarkeit und des Ackerbaus. Die standen ja in Babylon. Und das waren eben Terrassengärten, wo von oben nach unten, oben waren die großen, also die Palmen und die großen Bäume, die es gab, bis hinunter eben zu diesen kleinen Fruchtstauden, die es da eben gab, also Beeren und Sträucher. Und mitten in der Wüste, wie Babylon eben lag, war das eine gigantische Aufgabe, eben da die Bewässerung zu garantieren, denn ohne Wasser wäre auch in Babylon nichts gewachsen. Also ohne Wasser hätte auch das Weltwunder der Semiramis nicht funktioniert. Die Gärten sind verschwunden, von den sieben Weltwundern stehen ja heute nur noch die Cheops-Pyramiden, also die Pyramiden von Gizeh. So sollte es eigentlich heißen. In Berlin, im Pergamonmuseum, hat sich eben eines der größten Monumente der babylonischen Religion und des Kultes, wie man eigentlich sagen müsste, erhalten, das Ischtar-Tor. Auffällig, eine riesige Toranlage, eben ein Haupttor der Stadtmauer von Babylon, aus blauglasierten Ziegeln, wo eben in drei Etappen übereinander Drachenpferde und Stiere, geflügelte Löwen, auf diesen zentralen Tempel in Babylon zuschreiten, weil das eben die drei Haupttiere der Hauptgottheiten in Babylon waren. Also eine Prachtstraße, wo diese Tiere ungefähr 300 Mal drauf vorkommen. Und diese Prachtstraße hatte eine Länge von ungefähr 3,5 Kilometern, also bis man dort wirklich am Tempel angekommen war. Also man kann sich vorstellen, als das alles noch intakt war und als Babylon eben noch bestanden hat in seiner Blüte, also das muss ja einen ungeheuren Eindruck gemacht haben, weil es wirkt heute noch in Berlin, im Museum wirkt es heute noch sehr groß und mächtig und wie das alles noch mit den Straßenzügen intakt war, muss die Wirkung ja noch eine viel, viel kolossalere gewesen sein als heute. Nur das Ganze brauchte eben 20 Jahre an Bauzeit, bis diese Herrlichkeit dann wirklich dagestanden hat. Es gab natürlich schon auch für die Baumeister Hilfsmittel, aber wie gesagt, es war halt alles sehr einfach gehalten und eben mit den Kränen und mit der Hightech-Ausrüstung unserer Zeit überhaupt nicht zu vergleichen. Nur diese Bauwerke haben auch über 1000 Jahre gehalten. Also das soll man sich auch irgendwie vielleicht zu Gemüte führen.
und dabei immer bedenken, wenngleich auch vieles davon eingestürzt ist. Also gerade der vordere Orient und wie auch das Mittelmeer, die griechischen Inseln waren ja eine bevorzugte Gegend von Erd- und Seebeben. Also die ganze minoische Kultur ist ja auch dem Ganzen zum Opfer gefallen. Und so ähnlich hat sich's ja auch in Babylon zugetragen. Also man hat dann diese großen Prunkbauten. Das wollte ja natürlich auch alles gepflegt werden. Und das war für die späteren Generationen, wie auch heute ist es ja ähnlich, gar nicht so einfach, das Erbe der Väter auch zu erhalten, zu renovieren und zu konservieren. Und so ist auch Babylon trotz mehrerer Einfälle von Nachbarstämmen immer wieder verwüstet worden. Aber die ganzen Anlagen waren eben auch zu groß und zu mächtig, als dass man sich das hätte leisten können, dass das eben alles erhalten bleibt in 1A-Zustand. Und so sind natürlich auch die Monumentalbauten von Babylon unweigerlich dem Verfall preisgegeben worden. Das war einfach viel zu viel. Zumal ja dann auch im 4. Jahrhundert vor Christus die letzte große Blütezeit der babylonischen Kultur auch zu Ende ging. Und dadurch war eigentlich auch Babylon, was ja wirklich ein Weltreich war, das eben bis auf Persien und auch auf Griechenland und in späterer Zeit auf Rom wesentlich ausgestrahlt hat, was eben Verwaltung, was Finanz, was Rechnungswesen anging, aber auch auf Bezug auf Mode und Kultur. Also hat Babylon sehr große Impulse gesandt. Nur dann, im 4. Jahrhundert vor Christus, war es damit vorbei. Und vor allem für die persische Kultur und für die frühe griechische Kultur der Kykladeninseln war Babylon mehr oder weniger dann schutzlos daliegend. Also war eigentlich eine leichte Beute, die man sich einverleiben konnte. Nur die babylonische Kultur hat natürlich wie stets über Jahrhunderte weitergewirkt, weil es ist ja nicht so, wie man generell eben meint, jetzt kommt etwas Neues und das Alte verschwindet komplett. Man braucht nur schauen bei den Namen, also die wirken noch Jahrhunderte, gibt es eben, wenn man genau schaut und liest, also gibt es immer noch solche Namen. War bei uns in Mitteleuropa mit den Slawen genauso und mit den Kelten genauso. Da ist nichts von einem Tag auf den anderen verschwunden, wie es die Geschichtswissenschaft immer so streng abzugrenzen versucht, ab zu dieser Zeit dort dies und jene Kultur. Und dann kommt eben das. Das war immer ein kontinuierlicher Assimilierungsprozess, dass eben sich beide Kulturen eben kennenlernen, sich gegenseitig abtasten, ist ja normal, und einer vom anderen oder eigentlich beide Seiten vom anderen das übernehmen und partizipieren, was ihnen richtig erscheint. Und das andere wird eben weggelassen. Aber wie gesagt, im 4. und 3. Jahrhundert vor Christus ist das babylonische Weltreich dann eben assimiliert worden und war eben auch eine Kernzelle des Weltreiches von Alexander dem Großen, von dem wir später noch handeln werden.